Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute habe ich zwei Glossy Boxen. Ich mache mal beide auf. Ich werde sie, ich weiß nicht, ob zwei die gleichen sind, deswegen werde ich sie euch zeigen. Ich habe zwei zugeschickt bekommen. Ich bin gerade auch erst angekommen, aber ich wollte ein bisschen was abdrehen. Damit ich weg ist. Wie nur vorsichtig. Offiziell ist das die Glossy Box April. So. Hier sind Flyer. Ich zeige euch. Ich hole nur mal schnell mein Handy aus der Tasche. Weil die neuen Glossy Boxen mit QR-Code sind, damit man nicht mehr so viel Papierkram hat eigentlich, aber man kriegt immer Flyer. Hier sind von Blumen irgendwie, den lasse ich mal. Hier ist noch einer von Brillen, brauche ich nicht. Vorsichtig, Lino. Irgendwas von Amazon bis Versicherung und HelloFresh bis 80 Euro. Da wollte ich mal reingucken. So. Beim anderen waren, glaube ich, ey, ihr Bein! Soweit die gleichen drin. So, machen wir mal diese erste Box auf. Ich mache mal ein Stück runter. So. Ich zeig mich jetzt nicht, weil es sonst zu lange dauert, weil ich hier noch mehr zum Abfilmen habe und das filme ich nachher auch noch ab. Das ist diese Spring of Ness Reihe. Reihe, sag ich schon. Ja. Box. Die Aprilbox ist das. Machen wir mal auf. Mal gucken, was wir drin haben. Hier kommt uns schon der Rituals Duschschaum entgegen. Der riecht sehr schön. Kostet offiziell, ich blende mal durch, 8,50 Euro. Dann machen wir mal weiter. Haben wir hier ein Aumprodukt drin. Little, alles gut. Ja, ich bin wieder da. Meine Katzen haben mich sehr vermisst. Der Kleine saß wohl jeden Tag im Schlafzimmer. Da kann man zum Auto gucken und hat geguckt und auf mich gewartet. Und heute hat er mich denn gesehen. Und zwar sieht das so aus. Ich mache auf. So ein Augenbrauengel mit so ein bisschen so ein transparentes und ein Spiegel. Sehr schön. Würde kosten 19,90 Euro. Little, alles gut. 19,90 Euro. Dann haben wir hier wohl auch so eine, was jeder drin hat, diese drei Produkte. So ein Hydro, kleine Menge auf vor dem Lidschatten, so ein mit Schimmer einmal. Ich komme jetzt nicht drauf. Dann haben wir ein festes Produkt und zwar ein Shampoo. Vom Vibo. Das riecht sehr angenehm. Aber ich. Das kostet 15,20 Euro. Achso, ich habe euch gar nicht bei denen hier gesagt, wie teuer der ist. 22 Euro, krass, ne?
Dann habe ich noch als letztes in der ersten Box von Catrice ein Highlighter drin. Und den werde ich nicht. So, erste Box ist fertig. Ach so, den Preis. Den kann ich euch noch aufmachen. 4,99. Das war Box Nummer 1. Stand mal hier. Mal aufmachen. 4,99 kostet der. Aber der ist noch verschweißt. Glaube ich. Ja, dann lassen wir den zu. So, Box Nummer 2. Mal gucken. Haben wir die gleiche. Ist nicht schlimm. Solange. Es gibt noch verschiedene Produkte. Aber nein, es ist alles das gleiche. Nochmal den Schaum. Raus. Nochmal das Shampoo, das gleiche. Ne? Ja. Nochmal von Catrice den Highlighter. Dann das und das Augenbrauengel. Also zwei die gleichen Boxen. Das lohnt sich schon alleine. Wichels und Augenbrauen. Also kann ich nicht meckern. Auf jeden Fall bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Eure Beauty Puppy. Tschüssi.